Hallo Borg, Heide, hallo Welt, ja, da bin ich wieder, euer Lutz. Es ist schweinekalt draußen, wir sind schon wieder in den Minusgraden. Aber es soll ja auch langsam Winter werden, weil bald ist Weihnachten und dann brauchen wir ein bisschen Schnee, hoffentlich klappt's. Ich hoffe, ihr habt schon alle die Winterreifen drauf und ihr braucht nicht zu viel Kratzer an euren Autos, passiert ja mal. Jo, das war wieder eine Woche gewesen für mich, diesmal musste der Matze mehr ran als ich, hab eigentlich immer andere Sachen zu tun gehabt und ist noch nicht ganz so zu Ende. Aber wir kriegen ja hin, was wir hinkriegen müssen und Matze war dabei und zwar beim Laternenumzug in Borkheide am 8.11. Und da war er mit der Kamera dabei und wir zeigen euch einfach mal die Bilder davon, bitteschön. Licht in die dunkle Jahreszeit bringen? Na klar, mit dem alljährlichen Laternenumzug. Mit Unterstützung des Fireflies-Nachwuchses, der Feuerwehr, Gemeinde, Kindergarten, Schulförderverein und dem Team der Quirlies wurde dem nasskalten Wetter getrotzt und ein Moment des Lichts und der Wärme in den Ort gezaubert. Und in knapp einem Monat ist er auch im Waldbadter Weihnachtsmarkt, der das nächste Highlight in unserer Waldgemeinde darstellt. Im nächsten Jahr ist der Termin des Laternenumzugs am 6. November. Ausgangspunkt wird auch dann wieder der Marktplatz sein. Ja, nun wisst ihr, wann es weitergeht, nämlich nächstes Jahr. Die nächste Veranstaltung hier in Borkheide ist der besondere Abend, das am Sonntag. Und Edda bringt diesmal die letzte Veranstaltung in diesem Jahr, und zwar indische Musik und Märchen in Borkheide mit Sebastian Dreier, Sita, Aschis, Paul, Tabla und Silvia Ladeweg als Erzählerin. Das Ganze findet am 17.11. um 17 Uhr in der Mensa der Hans-Grade-Grundschule statt. Wer da drauf Spaß hat, geht einfach hin. Ich denke, auch in der Mensa ist genügend Platz. Jo, das klappt für mich diesmal auch wieder nicht. Ich habe schon wieder Termine, aber wie das so ist manchmal, ne? Ich muss auch mal andere Sachen machen. Jo, was ist denn noch? Ach so, ja, am 22.11. Da gibt's eine Glühweinparty und zwar die dritte. Und wer macht die? Ja, wir selbst. BNTV, Borkheide News TV, der Matze und der Lutze stellen sich mal wieder dem Publikum zur Verfügung. Diesmal natürlich mit unseren besseren Hälften, die uns unter die Arme greifen. Es gibt wieder Glühwein, Bier und Bratwurst und Gespräche, Gespräche, Gespräche. Wer Lust hat, kommt einfach am 22.11. ab 16 Uhr fangen wir an, ungefähr bis 22 Uhr, denke ich mal, in den Jugendclub in Borkheide und trifft sich mit uns, wir zum Anfassen und Quatschen. Bis dahin. Jo, dann haben wir natürlich Sport. Ja, jetzt kommen wir zum Sport. Diesmal die F-Jugend. Die F-Jugend klettert auf den dritten Platz in der Tabelle. Die haben 7-1 hier zu Hause gegen Lok Sedin gespielt. Sind hoffentlich weiterhin auf Erfolgskurs. Wie gesagt, sie sind auf den dritten Platz aufgerückt und ich habe hier auch mal ein bisschen Text davon. Hochmotiviert in der Tabelle auf den dritten Platz gaben unsere Jungs von Anfang an Vollgas, gut koordiniert und mit sehr schönem Zusammenspiel schafften unsere Kids eine 5-1 Führung zur ersten Halbzeit. Jo, und in der zweiten Halbzeit gab es dann noch 2 Tore, so dass die Mannschaft wirklich auf einem guten Weg ist und das Ganze haben wir den Mario Mika zu verdanken. Herzlichen Dank für die Infos. So, kommen wir nun zu der Herrenmannschaft. Die haben ja hier in Borkheide gegen den Potsdamer FC 1973 gespielt und leider diesmal 3-6 verloren. Was heißt leider? Ich meine, lassen wir doch erstmal den Trainer sprechen. Auch Matze hat mich dort mal vertreten. Mal gucken, wie er das hinbekommen hat. Bitte. Markus, 3-6 heute? Ja. Unschöne Niederlage nach den ersten 10 Minuten, wo wir hier einen druckvollen Auftritt gesehen haben. Woran hat es gescheitert? Waren so ein paar Sachen, die fragwürdig waren? Oder sind wir so langsam an einem Punkt, wo auch die Mannschaft verletzungsbedingt so ein bisschen gelitten hat? Ja, genau, das ist es. Also wir brauchen jetzt auch nicht jammern in dem Sinne. Wir haben ja trotzdem noch 12 Leute zusammengekriegt. Aber man muss halt schon sagen, wir haben heute 11 Absagen gehabt. 8 Verletzte, davon 4 Langzeitverletzte und 7 hätte ich vor der Saison gesagt, sind Stamm. Ja, so, einige sind ja nun schon leider im Vorbereitungsspiel schon verletzt, aber die wären Stamm gewesen und das kriegst du dann irgendwann nicht mehr kompensiert. Wir haben heute 3 Leute auf dem Feld gehabt, einschließlich des Auswechselspielers, die haben noch kein einziges komplettes Spiel mitgemacht, sind
beim Training im Moment nicht, weil sie auswärts arbeiten müssen und so weiter. Ja. Und dann merkt man insbesondere zum Ende hin, deswegen würde ich gar nicht sagen, nur die ersten 10 Minuten. Ich fand, wir haben auch die ganze erste Halbzeit ganz gut gespielt. Die 3 Tore haben wir uns eigentlich selber eingeschenkt, wenn man es genau nimmt. Ja, einen Elfmeter verursacht, der Torwart lässt den Ball klatschen. Also trotzdem haben wir unsere Tore vorne gemacht, haben ganz gut mitgespielt, hatten noch drei gute Chancen eigentlich. Da kann man auch noch mal ein Tor machen. Dann gehst du halt trotzdem mit einem Tor weniger Rückstand in die Halbzeit. Und dann nimmst du dir was vor und dann merkst du halt nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, dass die Kondition dann nachlässt, dass die Konzentration nachlässt. Ja, und dann funktioniert es nicht richtig. Ja. Und dann willst du aber mit dem Willen nach vorne, dann kriegst du halt einen langen Ball hinten nochmal rein. Wobei ich in der zweiten Halbzeit auch gesehen habe, da ging es auch nochmal mit Druck los. Also es war kein Moment von Aufgeben. Nee. Also das ging auch bis zum Ende durch. Aber wie gesagt, die ein oder andere Entscheidung vom Spielfeldrand aus, vielleicht finde ich auch noch die ein oder andere Szene, die mir persönlich nicht so gefallen hat, gerade so abseitswürdige Sachen. Brauchen wir hinterher nicht mehr drüber reden. Das Ding ist gelaufen. Aber ja, also wie gesagt, die Mannschaft hat gekämpft. Also ganz trotzdem, trotz dieser verletzungsbedingten Situation, großes Kompliment an die Mannschaft für das Kämpfen, für das Durchhalten, 3 Tore zu schießen trotzdem. In dieser Situation, muss ich sagen, finde ich auch den Fall ganz toll. Genau, das finde ich auch. Ich habe es jetzt auch gerade in der Kabine nochmal angesagt. Für das, was wir heute auf dem Platz hatten an Leuten, erstmal großen Dank, dass die da sind. Dass wir, andere Mannschaften können sich abmelden, wenn sie 11 Ausfälle haben. Dass wir da trotzdem 12 Leute zusammenkriegen, ist super. Und die haben alle gekämpft, die haben bis zum Ende ihr Bestes gegeben. Wir haben in der zweiten Halbzeit keine richtig zwingende Torschance so richtig vorne nochmal gehabt, bis auf dann das Tor selber, was auch ein bisschen glücklich war, ne? So ein bisschen vom Glück gehört dazu. Genau, muss man auch erzwingen, klar. Aber viel mitgespielt, den Ball auch gut gehalten, immer wieder versucht, nach vorne was zu machen, zu kämpfen. Auch mit den Mitteln, die halt dann jedem nur zur Verfügung stehen. Ja, so. Und das kann man denen auf jeden Fall nicht absprechen, den Jungs. Und ich hoffe, dass wir einfach nächste Woche auch schon wieder 2, 3 Jungs vielleicht wieder zurückkriegen. Aber da mussten ja auch welche arbeiten, die müssen ja vielleicht nächstes Mal nicht arbeiten und dann steht es schon wieder anders. Nicht aufgeben, das wird schon. Und wir haben noch einen ganz großen Clou. Wir schieben das einfach auf den Behnke, der heute nicht hier war, und sagen, Lutze, ja, sieh zu. Wo warst du, Lutze? Ja, genau. Also, wir nehmen die linke. Ich nehme die rechte. Kämpft weiter. Ja, Jungs, tut mir wirklich leid. Also, ich meine, ich war wirklich nicht da. Ich hatte keine Zeit. Ich hatte private Verpflichtungen. Es ging nicht anders. Und ich nehme die Schuld ja auf mich und denke mal, ich werde irgendwann wieder dabei sein. Aber nächstes Wochenende schaffe ich es auch wieder nicht. Da geht's gegen Samund in Samund. Wir drücken der Mannschaft den Daumen, die Daumen natürlich, alle Daumen und auch die Zehen. Denn es gibt ja wirklich eine Menge Verletzte mittlerweile. Da kann man ja schon eine verletzten Fußballmannschaft langsam aufmachen. Wir hoffen, dass es den Jungs bald wieder besser geht. Es wäre ja schade, wenn durch die Verletzung wir so weit absacken. Aber wir stehen trotzdem zur Mannschaft, wie heißt es immer so schön, nur der BSV 90. Jo, das war es erstmal soweit, denke ich mal. Ach nee, ich habe noch was vergessen. Ja, ich soll ja noch ein ganz großes Dankeschön an die Ergo-Vertretung Borkheide sagen, an den Thomas Kasube, denn der hat Fußbälle gesponsert für den Jugendbereich. Daumen hoch, Thomas. So kann man natürlich die Mannschaft auch unterstützen. So, jo, jetzt bin ich schon mal kurz durch hier. Diesmal war es wieder nicht ganz so viel. Jetzt fehlt mir nur noch der Matze und der soll uns mal was vom Wetter erzählen. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Kurz zum Wetter. Das Wetter ist ziemlich einfach die Woche, denn die Tagestemperaturen werden die 8 Grad nicht überschreiten und die Nachttemperaturen werden um die 3 Grad. In Waldlagen wahrscheinlich auch den einen oder die eine oder andere Nacht etwas darunter liegen, denn es ist auch am frühen Morgen mit Glatteis zu rechnen. Deswegen vorsichtig fahren, checken, dass die Winterreifen drauf sind und gut durch diese Woche kommen. Donnerstag wird der schönste Tag vermutlich noch mit mehr Sonnenstunden als Dienstag und Mittwoch, wo sich die Sonne doch sehr rar macht. Und Richtung Wochenende sieht es auch nicht anders aus. 7 Grad Tagestemperaturen, nachts um die 4. So wird es bleiben die nächsten Tage. Bis Richtung Ende November und dann kommt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Abkühlung. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin. Tschüss. Ja, danke Matze. Ist ja nicht so erfrischend. Es ist ja richtig kühl, ne? Richtig kühl. Kalt draußen, ja. Minusgrade wieder. Danke fürs Wetter. Ja, das war's für dieses Wochenende, für diesen Montag hier. Wir sehen uns wieder am nächsten Montag, wie immer, hier bei Borkheide News TV. Euer Lutze. Und tschüss.